Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Outlaws, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt hat mich doch noch mal einmal der Ehrgeiz gepackt, mich hier an dieser Schleichpassage zu versuchen. Und ob dieses Video jemals das Licht der Öffentlichkeit erblickt, wird schwer davon abhängen, wie ich mich hier schlage. Jetzt bin ich gerade noch mal gucken. Ich hatte doch F, G. Wo hatten wir denn? Ich hatte doch irgendwo ein Fernglas. Also ich habe jetzt mal die Nix-Steuerung noch ein bisschen umgestellt. Der sollte viel automatisch machen. Habe ich zumindest so verstanden. Ja, ich schleiche mich jetzt einfach mal durch. Bis ganz nach hinten. Genau, überall Taschendiebe. Wenn das angeblich nicht so schwer sein soll, wird es aber wohl im späteren Spielverlauf noch, dann werde ich doch wenigstens diese eine Geschichte hier schaffen, oder? Es wäre doch gelacht. Na, jemand entdeckt mich. Dann gehen wir mal direkt weiter. Kommt er mir jetzt noch das ganze Stück hinterher? Ich hoffe nicht. So, lass mal gucken. Irgendwo müssen wir hier rauf. Kommen. Diese Stadt ist ein Haufen Müll. So, angreifen. Ablenken. Ich brauche eine Ablenkung, Nix. Ja, das ist aber eine doofe Ablenkung in meine Richtung. Wem gehört das Tier? Was soll denn das? Ah, hier geht's rauf. Okay, okay. Das sieht doch schon mal ganz anders aus, was? Ich habe gedacht, ich habe tatsächlich mal nachgelesen, ne? Hier irgendwo raufklettern, lalala. Ich war ja schon so oft hier vorne. Aber da ging es ja überhaupt nicht weiter. Nicht C. Wo war denn nochmal das Schleichen, Mensch? Hier war richtig. Okay. Ist jemand in der Nähe? Komm, du kannst auch den Knopf für mich drücken, oder? Nein? Ah, das sieht nach dem Eingang aus. Lass dich nicht erwischen. Das wird schon. Ja. Okay. So, Lagerraum. Ab in den Schacht. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Da hinten durch das Loch, oder was? Wahrscheinlich müssen wir erstmal hier runter, oder? Wo haben wir denn das Fernglas? Vier waren die Granaten. Siehst du was? Verstanden. Habt ihr was verstanden? Okay, wie kommen wir denn da hin? Geht die Leiter runter.
Na, können wir irgendjemanden sehen? Jetzt ein Turbolift ist unten. Wo müsste ich denn mit einem Turbolift langfahren? Oder wo müsste ich denn hin? Hier kann man nichts machen. Das Teil ist kaputt. Da kamen wir runter. Da oben ging es irgendwie weiter, richtig? Aber wie kommen wir da hin? Da müssen wir hoch, oder? Warte mal, da wurde doch gerade was angezeigt, oder? So, okay. Kommen wir denn hier irgendwie weiter? Ich befürchte nicht. Was denkst du, nix? Seht ihr was? Da hinten ist dieses nicht erwischen lassen aus. Wäre mir im Grunde ganz recht, wenn wir jetzt hier auch erwischt werden dürften. Ist denn hier unten noch was? Wir haben einen Turbolift gerufen, okay. Klettern wir mal wieder rauf. Für irgendwas muss ja gut sein, dass wir den Knopf gedrückt haben. Wo waren wir denn hier aus dem Schacht gekommen? Da oben, oder? Da kommen wir gar nicht mehr hin, oder? Okay, hier geht's lang. Also so kommen wir da nicht mehr rauf. Okay, hier lang. Nix. Komm, nix. Turbolift rufen. Hey, nix. Der Knopf da drüben. Ah, alles klar. Das sollte klappen. Okay. Okay. Ich könnte aufs Dach steigen. Das ist übrigens nix Turbo, finde ich. Also wahrscheinlich wieder runter. Und dann irgendwie einsteigen hier unten. Wie kommen wir denn da rein? Oder muss ich von der anderen Seite rein? Ich kletter erstmal wieder runter. Schleichen müssen wir ja hier nicht. Da sind ja keine Gegner zu sehen. Das ist der Turbolift. Das ist der andere Turbolift. Also ich habe es noch nicht so ganz geschnallt. Also ich habe die Dinger jetzt gerufen, die sind runtergekommen. Da unten muss ich doch bestimmt nicht hin. Keinen Schimmer, wie ich da rankomme jetzt. Dran hochklettern geht nicht. Hm.
falls ihr das hört, hier ist Propellerflugverkehr bei mir draußen. Aber ich wohne nicht auf dem Flugplatz. Was nützt mir das jetzt, dass ich die Turbolifts gerufen habe? Da geht's wieder los. Ja, der ist hier. Ach, zum Drüberlaufen wahrscheinlich nur, wa? Damit wir dann da hinten langkommen. Oder hier an der Wand. Ich weiß nicht, kann man an der Wand klettern? Puh, ich probiere mal an die Wand zu springen. Okay. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Auch wenn ich eigentlich keinen hatte. Mann! Runterklettern ist derselbe Knopf wie schleichen. Man darf also nicht zu einer anderen Kante versuchen zu schleichen. So, Entschuldigung. So, Gorgs Basis infiltrieren. Hier rein. Job für nix. Los, bring mir das. Hey, schleich mal rüber und hol das. Gut gemacht, Kleiner. Was hab ich da? Durastahl. So, hier geht's nicht weiter. Hört sich an, als wäre das Belüftungssystem zu einer Kantine, oder? Die Geräuschkulisse im Hintergrund. Hört sich nach typischen Kantinengesprächen an. Okay. Was sollen wir hier tun, Nix? Was sollen wir hier tun, ja? Sie spricht aus Sicht des Spiels, ne? Was sollen wir hier tun? Okay, ich habe ja gelernt, Nix kann viel tun. Hey, halt das mal offen. Okay, was ist das da drin? Ah, warte mal. Drauf schießen vielleicht. Das ist doch so ein Energiegelöt. Was da drin ist. Kannst du das für mich offen halten? Brava, junge Nix. Gehen wir. Okay, wir sind definitiv nicht gezwungen, hier weiterhin leise zu sein. Sehr schön, was haben wir hier? Nix, da drüben. Brav. Okay, da kommen wir, glaube ich, ohne irgendwelche Tricks durch. Revelio. So, erstmal gucken, ob es hier hinten noch was gibt. Nein, nichts außer Dunkelheit. Alles gut bei dir, Kumpel? Nur noch ein paar Aufträge wie dieser, bevor wir den großen Wurf landen, okay? Genau. Alles wird gut. Jetzt bin ich doch schon weiter, als ich dachte. Ich hatte irgendwie... Ich war ein bisschen verzweifelt nach der letzten Folge, muss ich sagen. Also nicht wirklich verzweifelt, aber ich hätte nicht gedacht... noch mal weiterzumachen, aber manchmal muss man einfach mal eine Nacht schlafen und drüber nachdenken. Hui. So, was haben wir hier? Silvanisches Eisen. Ort entdeckt. Bikefestung.
Hulks müssen große Pläne haben. Jetzt läuft es einfach von selber dahin. Bestimmt eine Abmachung mit dem Imperium. Da ist der Turm. Aber diese Energiebarriere könnte ein Problem sein. Gut, Nix. Ab jetzt können wir Blaster benutzen. Wenn es sein muss. 5 war das Elektrofernglas. Okay. Was kann ich noch? Dinge markieren? Da vorne sind Pikes. Okay, ich weiß nicht, was mir das hilft, aber ich markiere mal ein bisschen. Pikes. Ein Pike, 2 Pike. Captain Pike. Okay, da oben bin ich den. Also, ich weiß nicht, was diese gelben Vierecke bedeuten. Ob es da 10 Leute gibt, die wir markieren könnten. Oder ob 10 die maximale Anzahl an Leuten ist, die wir markieren können. Also sieht ja aus, als ob wir da jetzt mit 5 Leuten zu tun hätten. Die wollen nicht spielen, Nix. Wer weiß, vielleicht wollen sie spielen. So, hier könnten wir uns runterhangeln. Ach, guck mal, da sind noch mehr. Da ist noch einer. Viel nützt mir das Markieren auch nicht. Ach, hier gibt es noch Kameras. Ich denke, wir müssen da einfach da rein, oder? Aber die Energiebarriere, wie schalten wir die aus? Oh, wer ist denn da aufmerksam geworden? Was siehst du? Auf jeden Fall noch mehr, die nicht markiert sind. Vielleicht kommt der Boss vorbei. Genau, vielleicht kommt der Boss vorbei. Die Pikes verdienen Respekt. Ich bin so fertig. Du bist nicht befugt. Wir sollten mal nachsehen. Oh, wow. Wer sieht wonach? Ist hier jemand? Hier passiert einfach gar nichts. So sehe ich das nicht, dass hier nichts passiert. So, hier gibt es eine Kamera. An mir kommt niemand vorbei. Hey, hol das für mich. Los, Nix! Die sind hinter uns her! Ach, Schiss! Versteck dich, Nix. Wir sind fest. Nicht gut. Uff. Werfen Granaten. Noch nicht so ganz.
Warum sie nicht automatisch wieder in Deckung geht, wenn sie vorher in Deckung war. Der Blaster. Okay. Der Blaster hilft nur kurzfristig. Ein Leas schmeißen wir einfach weg. Shit! Überhitzt, überhitzt, überhitzt. Natürlich lassen wir uns nicht unterkriegen. Schon egal. Ach, hier ist immer noch die Energiebarriere. Mist, das Heilen bricht sofort ab. Und die Fiole ist für ein Popo, wenn man hier weiter beschossen wird. So, ich habe keine Fiole mehr. Okay. Das hat mich jetzt einmal zerrissen. Mal gucken, wo wir weitermachen dürfen. Ganz am Anfang, dann bin ich raus. Na komm schon. Puh, das ist aber doch sehr weit zurück, ne? Finde ich. So viel dazu, die Punkte sind fair verteilt. Also ich finde, da kann man geteilter Meinung sein, ob die Speicherpunkte fair verteilt sind. So, die Frage ist, wo müssen wir denn überhaupt die Energiebarriere deaktivieren? Das ist einmal das Erste, was wir rausfinden müssen. Leiter. Ach, hier oben. Geht's weiter, geht's wieder rauf, okay. Okay. Vielleicht können wir uns ja hier auf den Dächern halten. Wie weit können wir denn springen? Würden wir es darüber schaffen? Genau, Versuch macht klug, ne? Okay, grundsätzlich funktioniert's. So, hier geht's nirgendwo rein. Niemand würde es je wagen. Hier gibt's eine Leiter. Was haben wir hier? Ich
Ich bin mehr wert als das. Nix. Auf das Fass da. Na? Da gibt es wohl noch eins von diesen Dingern. Ah, das sind Energiekerne, die ich deaktivieren muss. Und dann ist hinten die Barriere offen. Okay. Aber das war jetzt auch purer Zufall, dass ich das Ding überhaupt gefunden habe. Das war auf jeden Fall nicht die schlechteste Idee, hier oben lang zu gehen. Eines Tages wird alles. Na, sieh mal nach, was es zu holen gibt. Sehr gut. Was meint ihr, was das ist? Hier ist alles sauber. So. Oh. Was ist das hier? Was sabotiere ich damit? Ich habe keine Ahnung. Nix. Die Tür. Da hinten war auch eine Wache, wo auch immer die hin ist. Okay, kommt zurück. So sieht das zumindest auf dem kleinen Radar aus. Kommst du zurück? Na? Dauert das einfach noch einen Moment? Komm, wir gehen. Okay, mal gucken, was wir hier drin finden. Wahrscheinlich nicht den zweiten Energiekern. Aber wäre doch schön, wenn ich die Barriere hier einfach abschalten könnte. Okay, dann können wir höchstens hier runtergehen. Ich bin mehr wert als das. Hast du was, Kleiner? Mach mal auf. Lass mal gucken, was dahinter ist. Ja, das ist schön, dass nix die alle aufmachen kann, die Türen. Hier hinter ist eine Kamera. Zumindest bekomme ich meine Prozente. Mach die mal auf. Ich will auf der Karte irgendwas erkennen. Ne, nicht so wirklich. Die Pike-Festung. Wer könnte einen neuen Blaster gebrauchen? Wenn du mich fragst, wir sollten den Zwischenhändler ausschalten. Das Leute? Was ist denn das, was da sich bewegt? Oder Drohnen? Was mache ich hier eigentlich? Genau. Was machen wir eigentlich? Den zweiten Energiekern suchen, würde ich sagen.
so, wo auch immer der ist. So, hier sind wir wieder, ne? So, das ist der eine Energiekern. Wo könnte der andere sein? Dass wir uns mit dem Imperium abgeben müssen, ist das Schlimmste an diesem Job. Wenn es symmetrisch verteilt ist, dann vielleicht da vorne. Ich bin so fertig. Die tappeln da unten rum, ne? Ja. Die Pikes verdienen Respekt. Hol sie dir, Kumpel. Uff. Dass er das nicht gesehen hat und der andere nicht. Hulala. Jag das Fass hoch. Aber pass auf. 5 Jahre. Und das ist mein Sohn. Diese Rickwäsch wollen ein Imperium. Will der Gouverneur jetzt wirklich einen größeren Anteil? Der kann Mach dich bereit, Nix. Geschafft. Wen kümmert schon, dass wir gesehen wurden? Genau, wen kümmert schon? So, wo ist die Energiebarriere? Ja, und wo ist die Energiebarriere? Wo müssen wir lang? Ja, macht mich fertig. Wo ist dieses Barrieren? Wo ist die Barriere? So, jetzt, ich habe ein kleines Problem, dass ich nicht genau weiß, wo ich bin. Dass ich damit nicht weiß, wo die Barriere ist. Ich habe keine Orientierung gerade. Schalten wir einen Gang hoch. Nicht nachgeben! Nicht zurückweichen! Jawohl! Regelt alles ab! Jetzt sind nur noch zwei. Das ist ein bisschen ein Problem gerade. Die Orientierung. Oder? Einfach nach Norden? Hilft mir nichts, wenn ich in der Sackgasse laufe. Tschüss. Los, heil dich. Rückhaltet die Stellung. Hier kommt niemand rein oder raus. Hoch mit euch. So, ach, da hinten. Jetzt wird's wieder richtig angezeigt. Na, da hinten war doch noch einer. Nein, nicht darunter klettern.
Mann, nicht klettern! Ich wollte nur die Sachen hier aufnehmen. So, 75 Meter in die Richtung. Da hinten. Da müssen wir hin. Okay, jetzt durch. Lauf! Okay, nicht so gut. Shit. Jetzt haben wir keine Ruhe mehr, oder? Boah. Oh nein. Mann. Kein Halsstück. Okay. Puh. So, ich bin an der Stelle. Also, ich habe ja eigentlich jetzt beide Datendinger schon kaputt. Hier. Also Energiequellen gut. Schon kaputt gemacht. Rauf auf den Turm. Okay. Der Speicherpunkt ist wirklich fair. Warum wurde jetzt jemand aufmerksam? Ach so. Da sollten wir mal nachsehen. Nein, nein, nicht nachsehen. Zum Angriff, Nix. Severaccio. Bücken, runter mit dir. So, Blastergewehr. So, jetzt in diese Richtung. Okay, das ist wirklich eine faire Stelle. Also jetzt nochmal von vorne hätte ich nicht anfangen wollen. Okay, es sieht aber so aus, als ob wir uns hier problemlos anschleichen könnten. Die stehen ja mit dem Rücken zur Tür. Alles klar. Gut. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit der Folge freue ich mir jetzt erstmal einen Ast, dass ich bis hierhin überhaupt gekommen bin. Und würde sagen, wir setzen auf jeden Fall nochmal ein bisschen fort, aber heute nicht mehr. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht, abonniert doch gern diesen Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Ja, und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.